und herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Harvest Moon Magic Melody. Mein Name ist Chrissy. Hallo. Und ich bin wieder mal nicht alleine hier. Wir starten eine neue Folge. Guten Morgen, Quen. Ja. Es ist auch wunderschön. Also manchmal lese ich mir wirklich die Texte nicht wirklich durch. Muss ich gestehen. So, euch beiden geht's auch super. Morgen haben wir auch wieder ein bisschen Bodenfrost, ein bisschen Schnee. Und das nächste Fest ist erst am Jahresende. Bis dahin haben wir jetzt noch 2, 4, 6 Folgen Zeit. So, wir haben noch so viele Korallen. Das will ich mit den ganzen... Achso, ich wollte sie verarbeiten lassen. Und es sah übrigens nur so aus. Wir haben nur eine zwei Korallen gehabt. Grübel, grübel und studiere. Ich will was ausprobieren. Zuvor müssen wir uns natürlich erstmal wieder um die Tiere kümmern. Du bist auch schon wieder draußen. Schauen wir erstmal, was ist hier. Ein normales Ei. Ist okay. Aber nicht gut. So. Ihr wollt ja alle... Futter haben, ich weiß. Zuvor will ich aber erstmal an eure Eier rein. Das hört sich so auf vielen Ebenen falsch an. Nehmen wir mal ein paar mehr Eier mit. Dann habe ich wenigstens zwei wieder in der Hose. Ja, okay, schon gut. Ich höre ja auch damit. Ich habe doch gar nichts gesagt. Deine Blicke sagen einiges. Was habe ich meine Blicke gesagt? Ja gut. Sei froh, dass keine Facecam an ist. Gott sei Dank. Ist nur eigentlich ein Tastendruck entfernt. Da steh ich. Spaß. Das mache ich nicht. Oder doch? Das will keiner sehen. Wieso denn? Nein. Einfach nein. Erstmal mache ich hier Hausfriedensbruch und guck mal, ob hier jemand drin ist. Oh, hier sind alle drin. Das Fenster sieht hübsch aus. Ja. Aber warum heißt es Felshüter? Das weiß ich nicht. Bitteschön, Blue. Er weiß zu schätzen, also mag er es. Er liebt es nicht, er mag es. So. Hallo, Ellen. Was steht bei ihr explizit? Milch, Käse, Butter. Eier. Also kriegt sie normales Ei. Um die Ohren geprügelt. Bitteschön. Sie freut sich. Hi Bob. Ich weiß, dass wir da fast Box. So. Aber warte mal kurz. Warum sieht bei denen so klein aus? Obwohl es doch, glaube ich, die ausgebaute Version ist. Oder? Ja. Verstehe ich nicht. Warum haben die Gras? Gute Frage. Warum haben die Gras und wir nicht?
Muss ich das verstehen? Hi, Ray. Würde ich mal einen Fisch an die, ins Gesicht klatschen. Ihm? Ja. Wer spricht denn alles über Fische? Weiß was? Angel raus! Direkt angebissen. Er kriegt die Regenbogenquelle von mir. Warte, war eigentlich will ich dem Bürgermeister die wieder klatschen, aber okay. Dann fang doch noch einen. Warte, erstmal klatsche ich ihm eine. Bitteschön. Guck mal, hat dich gefreut? Genauso wie sich der Bürgermeister über Regenbogenforellen freut. Selbst wenn er sie ins Gesicht klatscht bekommt. Wow. Beobachtet er dich? Beobachtet dich. Hey, wieder eine. Müsste mal klatschen. Also Applaus klatschen. Ich habe leider noch keine Hotkeys dafür. Ich bin ja auch der Ray. Also. Nein, wir sind nicht bei Animal Crossing. Schade. Bei Animal Crossing ist das was anderes. Warte mal kurz. Tai, hast du schon geöffnet? Der falsche Wochentag. Ist nicht dein Ernst. Och Mann, zwei Tage hintereinander. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein, Tai. Siehst du doch. Wolle. Ja, lassen wir mal für morgen. Ich hab gemerkt, wenn man die ein paar Tage mal ihre Wolle tragen lassen, dann wird das zu feiner Wolle. Und zwar zu 99,99999999999%. Der ganz kleine Prozentsatz, der dann nicht wird, das ist dann die Macht des Spieles. So. Euch geht's doch allen gut, oder? Nicht nur gut, sondern toll. Ach ja. Ach, ihr habt doch kein Futter. Hirsche. Hirsche. Au. Du auch. Warte mal kurz, es schneit, oder? Ja. Ist das vergleichbar mit Regen? Meistert, warum? Das ist das, was ich eigentlich geplant habe, relativ blöd. Was hast du geplant? Mit der Leine. Was auszutesten. Egal. Solange du dich draußen stehen lassen, ist doch alles gut. Das war der Plan. Das sollst du nicht machen. Na gut. Dann kannst du gerade zu Blue Way Ranch oder wie auch immer die heißt, gehen und Medizin kaufen. Blue Way? Blauer Himmel, ist mir doch egal. Blue Sky. Blue Way ist was anderes. Blue Race kannst du dir bei Blauhimmel Ranch. Ja, gut. Tommy. Bin ich überhaupt nicht gewöhnt. Andy. Ist gut.
Mag einer von den ganzen Leuten zufällig Spitzenmilch? Lass mich suchen. Oder Spitzenkäse? Ich find's grad nicht. Also, es ist nicht explizit von denen, die wir uns rausgesucht haben. Nö. Gut. Der Roland wollte Eier, Butter, Milch. Da haben wir noch welche im Kühlschrank. Mit minderer Qualität. Wobei, minderer Qualität ist ja relativ gesehen. Wobei. Warte mal kurz. Liz! Ich weiß, du hast mein ganzes Port aufgekauft. Aber ich brauche Karotte. Und vielleicht auch Kakao. Das mag der Roland auch. Kakao im Wende zu kaufen ist sowieso zu teuer. Ich gebe es jemand anderem. Bei Ellen haben wir ja schon was geschenkt. Wer mag denn noch Kakao? Mist. Ja, kommt noch. So, gucken wir erstmal, was wir oben noch haben. Rüben. Habe ich, glaube ich, nirgendwo aufgeschrieben. Hab's aber irgendwo mal gelesen gehabt. So. So. Muss ich jetzt gerade mal selbst nochmal gucken? So, Roland mag. Oder Roland. Eier, Butter, Milch, Kakao. Kakao ist zu teuer dafür. Gucken wir was anderes. Gier. Gier mag den Kakao. Aber gerne. So. Gier. Dann. Rot hoch. Na, das ist zu teuer. Die ist sowieso noch da. Also ist egal. Spinat hätte ich kaufen können. Ah ne, Sashimi geht auch. Wobei. Will ich dem Bürgermeister noch eine klatschen? Komm, einmal geht noch. Ja, komm, einmal geht noch. Das passt so. Hast du Eierbuttermilch für den Roland? Ronald, keine Ahnung. Roland. Ich hab Käse. Eierbuttermilch. Ach, Eierbutter. Wer von den anderen mag Käse? Eve. Bestimmt. Ja, die mag Käse. Kriegt von mir ein Ei. Jetzt darf ich die anderen noch suchen gehen. Das klingt. Ich weiß. Roll it! You want it. Ronald. Wie von Harry Potter. Ronald. Oder... Ronald McDonald. Also, da ist er doch. Nee. Ach, da hinten. Er ist gerade eben aufgestanden. Amigo. Ja. Hola.
Ei. Magst du gute Eier? Er findet's nice. Ciao. Gut. Gehen wir kurz zu den Nachbarn. Also nicht zu den Nachbarn, auch nicht zu den. Nee, den Nachbarn. Ich meine andere Nachbarn. Ja, diese Nachbarn. Oh, cool, der ist auch hier. Was macht denn der hier? Doch, was machst du denn hier? Ich hab dich zuerst gefragt. Oh, die ist nur da. Hi, dir. Sorry, dass ich dich nochmal störe, aber ich glaube, Kakao magst du lieber als Koralle? Wow, gleiche Emotionen. Mir fällt dazu einfach nichts mehr ein. Was machst du hier? Da fällt mir aber was ein. Ich meine mich zu erinnern, dass die beiden Tischner-Jungs auf Äste stehen. Also nicht auf Pfosten. Weil das sind ja nämlich keine Vollpfosten. Sondern auf Äste. Ich meine, ich habe hier noch irgendwelche rumliegen gehabt, oder? Habe ich die schon alle? Da habe ich noch welche. Ich war doch letztens wieder Axt im Walde. Vor 10, 15 Folgen. Der mag Kupfer, Silber oder Golderd. Und Zweige. Ja, Zweige sind Äste. Oder? Keine Ahnung. Ich habe die Liste irgendwann mal angefertigt. Toll, jetzt ist er fort. Das war klar. Vor wie vielen Jahren habe ich die Liste angefertigt gehabt? Vor 10? Lange her. Ich kann mir ungefähr denken, wo die hin sind. Ich hatte ja schon. Woody! Sind deine Lehrlinge da? Na klar sind die da. Hi Joe. Hattest du wieder Spaß, auf meinen Grundstücken rumzulaufen? Der mag übrigens auch Fisch, der Joey. Kriegst aber einen Ast. Und er freut sich einen Ast ab. So, Kurt. Hier hast du was zum Basteln. Wow, genau die gleiche Reaktion wie beim Pfosten. Also ist er vielleicht doch ein Vollpfosten. Oder er mag Äste genauso lieb wie Pfosten. Keine Ahnung. Wir haben noch eine Regenbogenfeule, die den Weg ins Gesicht vom Bürgermeister noch sucht. Wir haben eine Karotte und wir haben Käse. Der Bürgermeister ist doch sowieso immer zu Hause, wenn ich ihn zu Hause besuche. Ich glaube, den Käse wolltest du Yves geben. Das stimmt, danke. Theodor! Yeah. Klatsch! Ja.
Und er freut sich. Nast ab. Es läuft. Es läuft rückwärts, aber es läuft. So. Eve. Wo ist sie denn nochmal? Auf dem Radar sehe ich sie gerade nicht. Ja, guck doch mal in der, nach dem Henry. Stimmt, Henry. Bei dem weiß ich, wo er ist. In diese Uhrzeit. So, ein bisschen quer fällt ein. Ja, ich laufe auch schon wieder auf fremdem Territorium rum, also soll ich aufhören, eigentlich den Joy dafür zu verurteilen. Mach's aber gerne. Hey, Duke! Ich geh mal kurz deine Gäste belästigen. Der denkt sich auch nur so. Guten Abend. Hier hast du wieder deine Tageslieferung. Frisch importiert aus außerhalb. Du freust dich einen Ast ab. Es freuen sich alle einen Ast ab. Was hab ich denn heute nur mit meinen ganzen Ästen? Hi Gwen, wie geht's dir? Und ja, ich lieb dich auch. So. Nee. Ich will meinen Geldbeutel schon. Ciao, Duke! Schau mal beim. Die Kneipe. Stimmt, bis wir da sind, haben die geöffnet. Extra den Außenweg herum. So. Und ein bisschen hier ein paar Pirouetten laufen. So. Und rein da. So. Hallo Eve. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Bitteschön. Bitteschön. Kannst gerne die Herzen weglassen. Ich bin nämlich schon vergeben. Hi Duke. Nein, ich bin nichts kaufen. Woody ist halt nicht da. Hank auch noch nicht. Wie geht's dir so? Ist jemand oben? Das sind nur die Privaträume. Okay. Das ist ja eine Taverne und keine Gaststätte. Die Gaststätte ist ja unten, da waren wir ja vorhin. So. Oben wäre höchstens der Hund von Jamie noch, aber von dem will ich ganz viel Abstand haben. Das habe ich doch nicht. Ja, nächste Folge. Ist mir so egal. Gott, bleib so. Morgen ist 26. Passt schon. Folge ist schon ein bisschen länger geworden. Das liegt daran, weil wir jetzt die letzten Zeit so oft drin waren und mit den Leuten gequatscht haben. Wir gehen einfach mal jetzt ein bisschen früher pennen, obwohl jetzt eigentlich schon 18.30 Uhr ist. Wer geht um 18.30 Uhr pennen? Also ich nicht. Ich auch nicht. Aber wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich sag Jamet Wow. Tschüss. Und wir sagen gute Nacht. Nacht.